Lage im Meatpacking District. Verkehrskontrollpunkt Charlie unter Beschuss durch Dämonen. Oha. Ich muss leider zu meinem Job, sonst würde ich helfen. Es geht leider nicht gerade. Peter, ich wollte fragen, ob Sie noch verfügbar sind. Ich kann Sie noch nicht bezahlen, aber ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen, die uns weiterhelfen. Ich weiß, wenn wir weitermachen, wird die neue Version des Projekts Investitionen anziehen. Große Investitionen. Seien Sie bereit. Ich drücke die Daumen, Doc. So, hat sie noch Harold noch anrufen hier, oder was? Nee. Gut, ich dachte wegen der Taube. Gut, na dann, schauen wir mal rein. Es geht hier Schlag auf Schlag heute. Ey, keine Ladezeit, ne? Einfach nur Panorama, Mama. Hallo, Doktor. Hallo, Peter. Es dauert nur eine Minute. Mhm. Ach stimmt, wir können ja sowieso mal ein bisschen was hacken wahrscheinlich hier. So viel neues Zeug hier. Von was redet ihr? Was ist denn hier neu? Wo haben Sie die Ausrüstung her? Hab all meine Beziehungen spielen lassen und ein paar Kredite aufgenommen. Nice. Wir fangen wieder ganz von vorne an. Aber dieses Mal wird es anders sein. Okay. Weil? Sie waren fleißig. Das ist erst der Anfang. Bis jetzt haben wir die Prothetik aus einem völlig falschen Blickwinkel betrachtet. Warum Leute nur wiederherstellen, wenn wir sie auch besser machen können? Immer ein Fehler. Okay, das sollte reichen. Ist immer ein Fehler. Reparieren ja, besser machen. Also gerade bei Menschen. Nicht gut. Alles in Ordnung? Verdammt! Das ist alles deine Schuld, Norman, du Verdammter! Na, ich weiß, wen Sie demnächst nicht wählen werden. Sorry. Ich mache immer gern schlechte Witze in angespannten Situationen. Das ist ein guter Witz, Parker. Ich habe nur ein wenig überreagiert. Nein, keine Sorge. Machen Sie doch eine Pause. Ich räume hier auf und werde schon mal den nächsten Test vorbereiten. Tja. Also, ich will nicht indiskret sein, aber anscheinend haben Sie und Norman eine Vergangenheit. Wir beide waren Laborpartner im College. Tja. Und wurden Freunde. Gründeten eine Firma. Wir beide wollten die Welt, naja, verändern, nur auf verschiedene Weise. Moment. Sie waren früher bei Oscorp? Ich stecke sogar mit im Namen Oscorp. Früher in der Schule nannten uns alle nur die O's. Ein Korb noch dazu und, tja, einprägsamer Name. Warum haben Sie aufgehört? Norman wurde immer besessener von der Genetik. Er begann mit einem Projekt, das ich unethisch fand. Und es kam zum... Es wurden Anwälte eingeschaltet. Ich ging und dafür gab es einen Vergleich. Aber das Geld reichte nicht sehr lange. Und seitdem bin ich auf Zuschüsse angewiesen. Wenn dieses Projekt nicht funktioniert... Keine Sorge, das wird es. Ich werde das hier schnell aufräumen. Ich mache frischen Kaffee. Hä? Überprüfen Sie auf jeden Fall die Kontrolleinheit. Könnte ein Kurzschluss sein. Sie nannten uns früher die O's und dann einen Korb dazu, und dann hatten wir Oscorp, aber heißt der nicht... Ah nee, der ist ja ausbauen. Ist klar, gut. Nicht gut. Den Schaltkreis gut, umleiten. Ich habe nichts gesagt, ich wollte gerade sagen, wie heißt der nicht Norman Oscorp, aber der ist ja Norman Osborn. Gut, okay. Wir müssen einmal umbauen. Dann bauen wir doch mal hier hin. Kann ich das wieder mitnehmen? Nein. Dann bin ich mir ja gar... Ach, das kann ich hier mitnehmen. Aha, aha, aha. Warte mal.
Ja gut, okay, wir bauen einfach mal hier lang. Ich packe erstmal alles rein, was ich habe, genau. So. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, was eigentlich hier falsch ist. 8. Ah ja, das ist natürlich nicht so schön. 4. Dann habe ich 7. Ich brauche aber eine 2. Ah. 4. Dann so. 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 Dann baue ich hier eine minus 3, genau. Dann kann ich da nochmal die 5 reinpacken. So. Und hier nochmal die Verbindung. Perfektement. Deliziös. Schön. Einfach repariert. So, fertig. Oh, dieses Mal haben Sie die Ehre. Ich glaube, wir haben's. Nächster Schritt? Neurale Schnittstelle. Das ist ziemlich viel Arbeit für einen ganz allein. Kommen Sie zurecht? Offensichtlich nicht, wie sich heute gezeigt hat. Ich habe nämlich noch keinen neuen Job. Ich kann Sie nicht. Ich weiß, ist schon okay, keine Sorge, mir fällt schon was ein. Was ist schon Geld, wenn man die Welt verändern kann? Auf die neue Welt. Toll. Verpasster Anruf von MJ. Oha. Hey Doktor, ich muss gehen, aber ich komme später wieder. Keine Sorge, die Arbeit läuft ja nicht weg. Oh, aber warte mal, wir gucken uns natürlich hier noch ein bisschen um. Wir kommen eh schon zu spät. Ich erinnere mich noch gut. Auf traurige und kranke Weise war der Anschlag im Rathaus auch für was gut. Normans Umfragewerte sinken. Die Leute merken langsam, dass ihr geliebter Bürgermeister nur an sich denkt. Manchmal um die Leute aufzuwecken, um das Monster zu enttarnen, das sie selbst gewählt haben. Ich wünschte, Doc wäre nicht so auf Norman fixiert. Kann manchmal die Sicht ein bisschen blenden. Interessante Methode zur strukturellen Verstärkung. Lag sofort gesehen, also muss ich auch meinen. Ast rein. Also, sieht gut aus, echt gut aus. Ein, zwei Veränderungen hätte ich noch vielleicht genommen, aber es ist okay. Wirklich toll, dass ich nach der Zwangsräumung hier Sachen lagern darf. Ach Peter, Sie führen ein Buch über Spider-Mans Feinde. Schlau. So können wir leichter Gegenmaßnahmen entwickeln. Aha. Bei unserem letzten Kampf hat Scorpion gefragt, ob er mir mal zeigen soll, was ich in meinem Schädel habe. Ein echter Witzbold. Ein Schelm. Die humorlose Grimasse wird mir fehlen. Ist das so? Rhino, gegen den haben wir aber nicht gekämpft. Ein Panzer auf zwei Beinen. Mit Rhinos gesammelten Sachbeschädigungen könnte man Manhattan dreimal zerstören. Okay. Vulture könnte der klügste Kopf an dieser Wand sein. Nicht klug genug, um dreimal lebenslänglich zu vermeiden, aber trotzdem ziemlich gewitzt. Vulture. Wer ist Vulture? Das ist anscheinend nicht Elektro. Ja, naja, wer weiß. So, wir gucken mal. Oh, hier haben wir noch was. Doc erdenkt wirklich eine bessere Version des Menschen. Ja, ist immer nicht gut. Immer gefährlich sowas. Advanced Idea Mechanics. Doc, wollen Sie wirklich Zuschüsse von AIM annehmen? Ihr Ruf ist recht fragwürdig. In der Not schmeckt jedes Brot, Peter. Wenn wir etwas vorzuweisen haben, suchen wir neue Finanzpartner. Ja. Das stimmt. Ich suche auch neue Finanzpartner. Komm, lass lange uns. Lange Nächte in diesem Labor. Ja, ja, das kann man. Glück hat Doc immer für Snacks gesorgt. Immer, Alter. Dieser. Was? Was denn? Boah. Doc arbeitet an einem subkutanen Verabreichungsverfahren. Vielleicht um Abstoßungen zu vermeiden. Aha. Das ist eine verdammt große Nadel. Ja. So, ich hoffe nicht, dass die so groß ist, ne? Wenn ich mich den später mal augmentieren lasse. Moment. Ist das das Raft? Arbeiten Sie für das Hochsicherheitsgefängnis? In der Tat. Sie holen Angebote für die Modernisierung Ihres Sicherheitsnetzes ein. Ich könnte es versuchen. Lukrativer Vertrag, eine schwierige, aber interessante Aufgabe.
Und das Geld kriegt er erst, wenn er fertig ist, oder was? Weil er meint, er kann mich nicht bezahlen. Offensichtlich. Aber er sagt lukrativ und volle Pulle geil. Parker, wir haben uns auf den Gliedmaßenersatz konzentriert. Nerven mit abgetrennten Gliedmaßen verbunden und deren Funktion repliziert. Aber warum geben wir den Leuten nicht etwas völlig Neues? Etwas, das unseren Köpfen entspringt. Uns alle von unseren Körpern befreit. Und die unglaubliche Macht unserer Gedanken entfesselt. Na, vielleicht weil es gefährlich ist. Sag jetzt einfach mal so. Komm, wir müssen machen wir ein bisschen hier. Heute in diesem Part ein bisschen analysieren, ne, bevor wir zu MJ fahren. Warte mal. So, und jetzt den Dreier, dann ist hier mal weg. Vielleicht ein Vierer, das ist ein Zweier. Wäre das so einfach gewesen, oder was? Das Problem ist, wie gesagt, ich sehe das manchmal nicht so wirklich, was man hier machen kann. So, warte mal. Haha, sehr schön. So. Oh, jetzt kommen die ganzen Doppeldinger, ne? So, warte mal. Das reicht leider nicht. Nee. Das reicht leider nicht aus. Aha. Ah ja, okay. Sehr geil. Das bringt erstmal schöne XP, das ist gut. Kandidat für ein Gewebeinterface, aber das können wir noch besser. Oh, kriegen wir so ein Labordings mit. Ja, wisst ihr, ob wir das überhaupt brauchen noch jetzt zukünftig? Graphen. Aber mit einzigartiger Struktur. Was ist das? Das weiß ich leider nicht. So, warte mal. Jetzt brauche ich noch das hier. Okay, sehr gut. Dann nehme ich das hier. Das hier ist falsch. Das könnte aber richtig sein, ne? Achso, nee. Gott, jetzt geht's los. So, und dann ein... Ah, geil. Ich bin ein schlaues Kerlchen. Könnte auch für ihn arbeiten. Oh, Wahnsinn. Das ist ein Nanogitter. Wow, das ist stark. Das ist super stark. Das könnte ein tolles Bauelement für Prothesen werden. Aha, okay. Du, das sagst. Doc experimentiert mit Supraleitern. Ich glaube ja fast, dass wir... schade. Aber so... Nee, so falsch. Hier, die sehen gut aus. So, und... Warte mal, er macht... Doch, hier den. Genau. Dann sage ich jetzt einfach mal das hier. Und das hier ist falsch. Sowas in der Art hier, ne? Wäre gut. Gibt es denn da sowas hier zum Beispiel? Hier, das, genau. Ha, nice. So, jetzt brauchen wir definitiv... Da sind schon zwei drin, die noch nie gesehen. So, und jetzt den. Jo. Okay. Der mit den doppelt roten, dann möchte ich sagen, die noch nie gesehen. Kann natürlich auch sein, dass es sehr cool. Alles immer gleich ist. Komplexe Oxidkeramik. Perfekter Typ 2 Supraleiter. Ich weiß nicht, ob das random ist. Heiß. Aber vielleicht für einen Außencontroller? Hm.
irgendein Polymer. Okay. So, und der hier. Perfekt. Denn die Mitte... Achso, den habe ich schon. Warte mal, ob ich jetzt den hier reinsetze. Und den hier, genau. Ha. Hey, dann brauchen wir bloß noch die drei. Gucken wir mal, ob wir richtig hier liegen haben. Aber scheint wohl so zu sein. Geil. Das ist ja wunderschön. Das ist fantastisch. Das, ein danke. Ein selbstheilendes Polymer. Dieses Zeug übersteht fast alles. Nice. Einfach geil. Okay, perfekt. Komm, dann holen wir noch das hier an dem Schreibtisch zusammen. Dann haben wir das mit eben Bischof der Erbe gemalert. Dann können wir am nächsten Mal alles fertig machen. Ich glaube, wenn... Guck mal, es muss noch zwei, drei übrig. Dann ist okay. Cool. Cool. Die Controller für die Mikrokabel, die Doc wollte. Also hier hoch. Denn da lang. Hier setzen wir erstmal alles rein. Ich vermute mal unten lang. Okay. So. So. Vier, zwei. Wo liegt denn jetzt gerade mal? Warte mal. Aha, siehst du. Dann können wir nämlich direkt so... Achso, ich muss da oben lang. Ärgerlich. Wie gesagt, hier so, genau. Dann nochmal minus 1 hier, zack. So. So, und so. Dann kommt hier nochmal minus 3 ein. Habe ich hier noch? Ja, habe ich sehr. Perfekt. Die Dinger sind klasse. Viel flexibler als herkömmlich befestigte Achsenmodelle. Auf jeden Fall. Einfache KI, die die Prothesenfunktionen mit der Zeit verbessert. Willkommen in der Zukunft. Welcome to the future. So. Obwohl, ich könnte eigentlich draußen rumgehen. Ob das der Wille ist, das wird sich zeigen. Aber ich probiere es erstmal so. Oha, Alter. Es scheint wohl vielleicht doch ein bisschen viel zu sein. Aber wir gucken mal. Nee, boah, geil. Tatsächlich. So, wir müssen auf die 2 kommen. Habe ich hier noch was? So. Sehr schön. Jetzt hat die Prothese ein winziges Gehirn. Prima. Und etwas gruselig. Ja, meint ihm so. Doc hat sich mit der intrakraniellen Schnittstelle befasst. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier so lang und hier so rum und da rein. Oder hier noch immer rum. Gucken wir mal. So, ja. Hoch. Hoch, runter, links, rechts. So, nochmal. Oh, falsche. So. Hier, komm, setzen Dreier rein. So. So. Was ist denn das hier eigentlich? Okay. Aha. Da muss ich ihn wahrscheinlich reinsetzen, wa? Kann es sein, dass ich hier den vielleicht so hinsetzen muss? Könnte passieren, wa? Obwohl das ziemlich krass wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, schauen wir einfach mal. Nee, der ist falsch. Warte mal. Erstmal ein bisschen nacheinander hier mal arbeiten. Nee, das macht auch keinen Sinn. Äh.
Ich muss auf jeden Fall hier rauskommen. Man braucht also nicht alle Bauteile. Aber gut. Nicht zu 100% stabil. Wir müssen das Design optimieren. Das ist gar kein Problem. Das machen wir aber beim nächsten Mal. So, raus hier.